herzlich willkommen hier bei AMLab. In diesem Video werde ich euch das Unboxing des weißen iPhone 5 zeigen. Hier in diesem Link könnt ihr überhaupt das Unboxing des schwarzen iPhones sehen. Einfach auf den Link klicken und los geht's. Nun aber weiter mit dem Unboxing unseres weißen iPhones. Hier auf der Verpackung kann man schon sehen, sie ist total in weiß gehalten, im Gegensatz zum schwarzen, das total in schwarz gehalten ist. Wir sehen an den Seiten hier iPhone 5 stehen, hinten das Apple-Logo und vorne das iPhone 5. So in einer Seitenansicht. Aber man sieht hier schon die 5 Reihen voller Apps. Und ja, dann wollen wir es mal aufpacken. Dann hier noch ein Schnitt. Da ist es schon, das weiße iPhone 5. Man sieht hier schon die unglaubliche Größe. Man sieht den langen Bildschirm und man sieht auch gleich, dass es immer noch gleich breit geblieben ist. Ich finde es ein unglaublicher Moment, das ist schon echt cool, das iPhone. So, nun gebe ich mal das iPhone 5 hier raus. Und ich spüre schon, es ist unglaublich leicht. Das iPhone 5 ist ja um einiges leichter geworden als das iPhone 4S. Obwohl es von der Größe her ja länger geworden ist. Aber es ist auch um einiges schmaler geworden, wie ihr hier sehen könnt. Nun gebe ich das iPhone mal zur Seite. Und wir schauen, was in der Verpackung sonst noch ist. Wir geben einfach das oberste Plastik weg und können hier schon über diese Lasche die Bedienungsanleitungen und so weiter herausnehmen. Also hier drin sehen wir schon mal den SIM-Kartenöffner und hier sehen wir die Bedienungsanleitungen und ein paar zusätzliche Informationen und natürlich die Apple-Stickers. Die geben wir auch mal zur Seite oder am besten wieder rein. Und nun sehen wir im Inneren die restlichen Sachen, die noch dabei sind. Wir sehen hier oben die neuen Earbuds, das Netzteil und den USB-Kabel. So, der Netzwerkstecker ist schon wirklich flach gehalten, wie schon beim 4S. Und nun als USB haben wir diesmal nicht mehr den 30-Pin-Connector, sondern den neuen Lightning Connector, wie man ihn hier sehen kann. Der Lightning Connector ist wahnsinnig dünn geworden und sehr klein und er ist ja jetzt auf beiden Seiten verwendbar. Also es gibt nicht mehr nur diese Richtung, sondern man kann ihn auch so reinstecken. Ganz egal. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben mit USB-Kabel. Nun sehen wir hier noch die Earbuds in der neuen Aufbewahrungshülle und ich finde, man kann das immer noch praktisch in der Hosentasche mitnehmen, ohne dass es stört. Ich finde die Hülle immer noch ziemlich klein und so bleiben die Kopfhörer immer noch perfekt geschützt und können so einfach weniger leicht beschädigt werden. Das Unboxing und das erste Review der Earbuds seht ihr in einem anderen Video von uns, einfach auf AMLab in unserem Channel auf das passende Video klicken und dann seht ihr das Unboxing der Earbuds. Und nun mal kurz zum Vergleich werde ich euch das iPhone 5 in der schwarzen Farbe hier noch zeigen. Logisch identische Größe, identische Breite, einfach nur die Farbe. Wenn wir hier herumschauen, sehen wir hier natürlich das Graphit. Und beim iPhone 5 das Silber. Welches iPhone gefällt euch besser? Das weiße oder das schwarze? Lasst es uns einfach wissen, indem ihr einen Kommentar hinterlässt.
oder uns bei Facebook schreibt. Und wie gesagt, ich finde sie alle beide schön, einfach Geschmackssache. Einen detaillierten Vergleich der beiden iPhones in den Farben Schwarz und Weiß seht ihr in unserem nächsten Video, das ihr natürlich dann auch einfach auswählen könnt. Jetzt noch mal kurz zum iPhone 5 selbst. Wir sehen hier das iPhone 5 in Weiß mit den silbernen Kanten. Hinten auch mit den oben und unten Weiß und in der Mitte Silber. Und ja, damit bin ich schon wieder am Ende unseres Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen ersten Eindruck des iPhone 5 in Weiß geben. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt uns einen Daumen hoch oder abonniert uns. Und schaut auch das nächste Mal wieder vorbei. Bis dann!